Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ja, und heute gibt es doch schon wieder früher ein Video am 15.04. um 0:17 Uhr. Mache ich mich nochmal auf die Arbeit und mache noch ein Video für euch. Dieses Video würde fast schon am 14. noch rauskommen, aber leider, da ich jetzt um 0:17 Uhr aufnehme, kommt es am Dienstag raus und somit passt das auch perfekt, da ich am Dienstag ja sowieso das Video machen wollte, nur das Video kommt halt in der Nacht. Und ja, dann kommt am Donnerstag dann auch die letzte Spielanalyse. Was ich aber eben noch ankündigen möchte, ist einfach, was richtig scheiße gerade ist. Bei FIFA 14 habe ich halt so ein kleines Problem bei Ultimate Team. Wenn ich ein Spiel mache, dann fliege ich direkt raus von den EA-Servern. Das ist heute nur, also den ganzen Tag ist das heute schon so. Und ich verstehe auch nicht warum. Wahrscheinlich wisst ihr mehr als ich jetzt darüber. Da könnt ihr mir auch mal in den Kommentaren was schreiben, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall ist das halt sehr, sehr schade, weil ich sonst heute noch ein Ultimate Team Spiel gemacht hätte. Ich kann spielen, aber ich werde direkt rausgeworfen und muss so eine Aktualisierung jedes Mal machen. Ich hoffe mal, dass es beim WM-Spielen nicht so ist. Die zweite schlechte Nachricht ist, ich weiß nicht, wann das WM-Spiel draußen ist. Sollte die Nachfrage zu den Spielen richtig doll sein, dann könnte es sein, dass sie kann dieses Spiel erst am Freitag kommen. Ich glaube, am Freitag geht sogar gar nicht, sondern am 19., weil jetzt ja Ostern kommt und ich weiß jetzt nicht, ob die an Ostern noch liefern. Das könnt ihr mir auch mal schreiben. Ja, sollte dieses Spiel erst am Montag erscheinen, dann haben wir halt eine kleine Änderung, dass ich diese Let's Play WM dann erst am Montag starten kann, aber das ist auch nur ein Gerücht von mir jetzt selbst so entstanden, weil ich denke eher, das Spiel kommt trotzdem am Donnerstag raus, wie es auch voraussichtlich war. Also bei uns ist das so, dass ich Amazon bestellt habe und wenn das Spiel nicht kommt, ist das halt ein bisschen doof. Aber so ist es halt. Das Spiel soll oder so kommen, von daher sollte das passen. Das also dazu. Und heute gibt es also den vorletzten Spieler, den wir heute analysieren werden. Das ist heute Van Dame von. Das muss ich eben nachgucken. Von Standard League aus der Pro League. Ich glaube, die Pro League ist die belgische Nationalliga. Und wir werden heute mal schauen, was wir zu dem jungen Mann sagen können. Heute habe ich den auch live vor mir. Also ich kann jetzt alle Werte live durchsagen. Ja, meine Stimme geht auch schon so langsam weg. Das ganze Jahr schon über viele Videos gemacht. Und natürlich. Bin ich jetzt auch noch ein bisschen schon müde. Haben ja schon fast die Hälfte rum des Jahres und ja, so langsam geht auch die Luft schon wieder raus. Aber so ist das halt. Jetzt kommt noch die WM und dann möchte ich noch sagen, dass im Mai dann nichts kommt. Also von mir kommt dann im Mai fast gar nichts mehr. Wahrscheinlich nur noch kleinere Videos und im Juni gibt es dann die Ankündigung für die neue Staffel. Das wollte ich auch schon mal sagen dazu. So. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Und dann können wir weitermachen. Ja, also noch zwei Spieler von Dame und noch einen. Also ich bin schon gespannt. Ob das jetzt schnell geht, weiß ich nicht. So. Ich glaube, gleich haben wir das Ding. Jetzt sollte das hier irgendwo stehen. Ja, hier. So, Van Dame, der Standard-Liga spielt, ist ja aus der belgischen Liga. Und wir beginnen jetzt mal mit dem Tempo. Ja, der Van Dame. Also bei FIFA habe ich ihn jetzt, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Da habe ich immer den lieben Ching Manga gespielt, 92 Tempo. Aber Van Dame wird wahrscheinlich bei der WM eher spielen als Ching Manga. Und der hat 72 Tempo. Finde ich ein guter Wert. Ich weiß jetzt ja nicht, wie groß der ist. Das kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht nachschauen. Nee, ich bin an der Web-App. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das nachschauen kann. Auf jeden Fall ist er aber schon relativ groß.
weil er dann später noch eine gute Eigenschaft hat, die ich gleich auch noch erzählen werde über ihn. Also 72 hat er, 73 Gesamtwertung oder 72 Tempo. Sollte recht solide für ihn sein. Die Stärke ist wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Auf dem Bild sieht er richtig, ja, gestemmt aus, richtig als Innenverteidiger normal. Also er ist ein linker Verteidiger. Wahrscheinlich ist er richtig gut. Mit 72 Tempo hat er dann auch noch 73 Verteidigung. Ist ja auch nur eine Silberkarte, aber der hat schon einiges drauf, glaube ich. Die anderen Spieler wurden ja alle schon getestet, nur Van Dame wurde leider noch nicht getestet. Das ist so ein kleines Problem. Das hätte ich, glaube ich, nochmal machen müssen. Aber jetzt ist eh zu spät, aber ich denke, Van Dame ist schon recht solide über linke Verteidigung. Vielleicht etwas zu langsam, aber das kann man auch ausbauen noch oder halt ausgleichen. Sollte schon gehen. Jetzt zum Dribbling, da hat der liebe Mann nur 66. Ich denke auch nicht, dass er so der Dribbler ist, wie zum Beispiel jetzt Zingmanga mit 74. Mit 72, gut, er ist ein stämmiger Mann, der richtig viel verteidigen und Zweikämpfe gewinnen muss. Und ich denke, da ist Dribbling auch nicht drin für ihn und wahrscheinlich auch keine Eigenschaft von ihm. Ich denke eher, er ist ein Abwehrball und das, so soll er es auch beibehalten. Natürlich auch bei der WM, die dann bald starten wird. Da bin ich schon gespannt drauf. Jetzt kommen wir zu Defending und da hat der liebe Mann ja 73 Verteidigung. Wie ich ja vorher schon angekündigt habe, ist er sehr stämmig. Hat die einen oder anderen Zweikämpfe auch schon richtig gut drauf. Wahrscheinlich gegen schnelle Flitzer hat er einiges drauf mit seinem Körper. Wahrscheinlich wird er schon einiges rocken. Die Arbeitsraten werden wahrscheinlich nur hinten betragen und wahrscheinlich mal kurz mit nach vorne kommen. Für Linksverteidiger ist das ja recht typisch, dass sie auch mit nach vorne kommen und die Stürmer anflanken oder in die Mitte flanken oder halt passen. Ich glaube, bei Van Dame ist das ein bisschen anders. Er ist jetzt ja nicht so der schnellere Mann und kommt, glaube ich, auch schon mit nach vorne, aber nicht so oft. Und ja, das wird dann halt für ihn etwas schwieriger. Wenn er vorne ist, dann muss er auch hinten wieder da schnell sein. Das kann Zimanga ganz gut und ich denke, Van Dame ist da nicht so, so gut drauf. Aber trotzdem ist ein richtig guter Spieler wahrscheinlich auf der linken Verteidigungsposition. Und ich denke, er wird seine Sache auch hinten nur gut machen. Und vorne muss er auch nicht so viel mitmachen. Bei der WM wahrscheinlich auch nicht, weil wir Eden Hazard haben. Jetzt kommen wir zu seiner Bekanntheit. Seine Bekanntheit ist eher einigermaßen, glaube ich mal. Also er spielt ja bei Standard Liege. Oder wie das jetzt, ja, Belgien. Ich denke, den kennt jetzt nicht so ziemlich jeder. Das ist eher so ein, ja, den kennt man halt nicht. Also er ist so unauffällig, aber spielt bei der WM wahrscheinlich mit. Also er ist nicht so bekannt wie jetzt manch andere. Mit einem Silberspieler muss man auch nicht so viel bekannt sein, aber ich denke, in der heimischen Liga sollte man ihn schon etwas kennen, aber jetzt nicht überragend. Also auf der Welt sollte man den nicht so kennen. Also ich persönlich kenne oder kannte ihn nicht vorher. Jetzt kommen wir zu das Letzte. Hat er eine Chance im Let's Play WM-Team? Natürlich hat er eine Chance. Neben Zimanga sollte er dabei sein. Da wird es halt schwer für Van Dame, gegen ihn sich durchzusetzen. Mit seinen 72 Tempo wird es halt schwer. Aber dafür hat er 86 Kopfball. Das ist seine Eigenschaft und Zimanga hat 70, hat aber dafür alles besser fast. Na gut, nicht alles. Auf jeden Fall im Dribbling und Tempo. Und ich denke, das macht ihn halt ein bisschen anschaulicher als Van Dame. Aber mit Van Dame müssen wir halt gucken. Ich denke, Zimanga wird am ersten Spiel dabei sein und im zweiten Van Dame. Also wir haben wirklich eine gute Auswahl. Also ich sag's mal so, es wird richtig schwer für ihn. Ja, und das ist schon meine Analyse zu dem vorletzten Spieler für heute. Natürlich gibt es dann morgen den Linksverteidiger noch, also Rechtsverteidiger. Den werde ich dann wahrscheinlich morgen analysieren und den kriegt ihr dann nachts, weil ich dann wahrscheinlich schon das WM-Spiel bekommen werde am Donnerstag und heute haben wir es ja noch Dienstag. Ja, und dann bin ich schon mal richtig gespannt auf das WM-Spiel. Ich habe schon richtig Lust drauf. Habe ich, glaube ich, schon in ein paar anderen Videos gesagt.
Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bis dann, euer Marci. Ciao.